ist halt echt heftig. Jetzt ist es irgendwie 15 Uhr mittags und es wird schon wieder dunkel. Und das ist irgendwie echt strange. Wir sind jetzt gerade in die Stadt gegangen und sind jetzt hier in unserem Café so. Und du redest mit der Kamera. Ja. Und haben uns jetzt was zu essen bestellt. Lecker Pancakes. Das ist auch echt ungewohnt, die Kamera so zu halten, weil das wackelt dann oben voll auf. So, es ist jetzt mittlerweile Freitagabend und schaut mal, was ich gerade angucke. Und im heutigen Video möchte ich mit euch über Selbstbewusstsein reden. Selbstbewusstsein kann... Warum haben wir übrigens hier so wenig Licht in meinem Gesicht? Ich selber weiß genau, wovon ich rede, denn ich hatte nämlich ganz, ganz viele Jahre lang keines. Und die Sache bei Selbstbewusstsein ist, dass ich dachte immer, ich wäre einfach als schüchterne Person und so weiter geboren und daran ließe sich nichts ändern. Und das ist falsch. Schüchternheit an sich ist absolut gar nichts Schlimmes. Es gibt Leute, die sind schüchtern und dennoch selbstbewusst. Ich war halt schüchtern, nicht selbstbewusst und hatte auch damit absolut kein Selbstwertgefühl. Das ist richtig beschissen, denn dann bist du wirklich nicht nur, dass du selber wenig schaffst, nein, du bist auch noch sehr, sehr angreifbar für alle anderen und gibst dir ständig selbst die Schuld für irgendwie dumme Aussagen, die andere Leute an dich ranbringen. Ich habe gesagt, ich will ein bisschen deeper werden bei dem, über was ich so vlogge und so. Und genau das tue ich auch. Ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt gerade irgendwie 7 Uhr abends oder so. Ich bin irgendwie müde, ich weiß auch nicht wieso. Und ich habe tatsächlich fast vergessen, dass ich euch ja noch ein Video schuld. Aber die Sache ist, mir ist das tatsächlich sehr wichtig. Und ihr werdet auch noch im Laufe der nächsten Tage und Wochen sehen, wieso. Ich weiß nicht, ich war damals so durch die Scheidung meiner Eltern, schon in der Grundschule, so jemand, der irgendwo nicht genau wusste, wohin mit sich. Und deswegen, das hat mich irgendwie schon ziemlich aus der Bahn gerissen. Und deswegen hatte ich zum Beispiel auch nie viel Selbstbewusstsein als Kind. Dann hatte ich auch... ehrlich gesagt, sehr, sehr wenige Freunde schon als Kind. Ja, weiß ich nicht. Ich wusste auch zum Beispiel mit diesen ganzen sozialen Interaktionen gar nichts anzufangen. Was dann dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel Angriffe anderer Leute damals komplett falsch interpretiert habe und mich dann sofort in der Opferrolle gesehen habe. Und das war dann tatsächlich auch so wirklich der Anfang vom Untergang. Dadurch wurde ich dann auch tatsächlich gemobbt, beziehungsweise ich wurde schon gemobbt, ja. Aber, und das sage ich aus meiner wirklich langjährigen Erfahrung von der anderen Seite von der Opferseite aus, sage ich euch heute mit meiner Erfahrung, gemobbt wird nur der, der sich auch mobben lässt. Denn heute, zum Beispiel, ist mein Selbstbewusstsein mittlerweile so gut, dass ich wirklich, keine Ahnung, man könnte sagen, was man will. Ihr würdet mich nicht mehr verletzen können. Das ist etwas, was ziemlich geil ist. Also heute könntest du mir wirklich 10-mal Arschloch ins Gesicht sagen oder so. Keine Ahnung, ich würde dich angucken und so denken so, okay, wieso sagt er das? Keine Ahnung, ist mir aber auch egal. Und damals war das halt wirklich so, dann denkst du so drüber nach und denkst du so, warum hat er das gesagt? Ich habe dem doch überhaupt nichts gemacht. Und Selbstbewusstsein ist genau das. Das macht den Unterschied zwischen sich selbst in der Opferrolle sehen. Denn nur wenn du dich selbst in der Opferrolle siehst, bist du auch das Opfer. Und wirst auch als solches behandelt werden zwangsläufig. Nicht, weil du das den anderen sagst, sondern weil die anderen das irgendwie spüren. Wichtig ist, dass du, falls du dich in dieser Position gerade siehst, dass du etwas findest, was du kannst. Denn ich wusste zum Beispiel bis dahin nicht, was ich kann. Ich war dann auch eben übergewichtiger und so weiter und ich war schlecht in Sport und ich war schlecht in Mathe. Ich hatte allgemein keine guten Schulnoten, weil ich mich dann eben auch nicht mal mehr getraut habe, irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir nicht mal mehr zugetraut, irgendwas auswendig zu lernen. Und bei mir war es dann tatsächlich das Tanzen, was ich sehr gut konnte, weil ich einfach, keine Ahnung, ich habe einfach Rhythmus im Blut, ich weiß auch nicht. Ich muss mich dafür gar nicht bemühen, ich muss halt die Moves lernen so, aber zum Beispiel Rhythmus war nie das Problem. Tanzen war dann damals tatsächlich das erste Mal, das mir so Selbstbewusstsein gegeben hat und mir dann auch mein Selbstbewusstsein dann auch auf das Level gehoben hat, dass ich mich getraut habe, mit YouTube anzufangen und ab da, weiß ich nicht, ist ein Genesungsprozess für mich eingegangen oder hat ein Genesungsprozess für mich angefangen. Wichtig ist für dich, falls du das Gefühl hast, dass du Opfer der Gesellschaft bist, hör auf damit. Hör auf so zu denken, das ist nicht gut für dich. Wenn du dich selbst in die Opferrolle drückst und sagst, die anderen sind schuld, machst du dein Leben damit nicht besser. Du solltest wirklich anfangen, für dich etwas zu suchen, was du sehr gut kannst. Und ich sage dir, es gibt was. Es gibt nicht nur eine Sache, es gibt 10.000 Dinge. Es wird auch eine Weile lang dauern, bis du, selbst wenn du es gefunden hast, bis dieser Genesungsprozess bei dir vervollständigt ist. Aber ich schwöre dir, es lohnt sich. Also ich schwöre dir, es ist gut für dich. Wie gesagt, ich wurde wirklich 7 Jahre lang in der Schule gemobbt. Tagtäglich. Und das Krasseste an dieser Story ist, und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich damit anfangen soll, der es am meisten initiiert hat, ist dieses Jahr schon gestorben. Und keiner weiß wie. Und das ist wirklich ein bisschen creepy. Also dass genau diese Person, die das wirklich am meisten initiiert hat, und
Im Leben nicht. Ich hab's wirklich, ich hätte es niemandem gewünscht. Ja, weil ich wirklich verstanden habe, dass mich das dadurch eigentlich in eine Situation gebracht hat. Das ist nämlich nochmal die andere Sache. Mich hat das dadurch in eine Situation gebracht, dass ich mich dadurch so an den Rand gedrängt gefühlt habe, dass ich, oder im Abgrund gefühlt habe, dass ich nur noch gewinnen konnte. Weil schlimmer konnte es aus meiner Sicht nicht mehr werden. Der Tod war das Einzige, was noch hätte schlimmer sein können als der damalige Zustand. Den habe ich auch tatsächlich in Erwägung gezogen, habe es dann aber zum Glück nicht gemacht. Mehrfach sogar. Ich habe mich dadurch so an den Rand gedrängt gefühlt, dass ich wirklich nur noch, egal was ich gemacht habe, ich konnte nur noch gewinnen. Es konnte nur noch besser werden. Und daher war ich dann auch tatsächlich im Nachhinein sehr dankbar für diese Lebenserfahrung. Es gibt einen sehr schlauen Spruch in die Richtung. Chancen haben oft die türkische Eigenschaft, sich als Niederlagen zu verkleiden. Und das ist so unfassbar wahr. Denn wenn dein Leben scheiße ist, ist das kein Dauerzustand. Das ist nur ein momentaner Zustand. So wie wenn du Muskeltraining machst und am nächsten Tag deine Muskeln schmerzen. Das geht vorbei. Und das weißt du. Beim psychischen Schmerz, egal welcher Art, ist dir das halt nicht bewusst. Das ist genauso wie, wenn du 99,9% deines Lebens gesund bist und dann mal einen Tag Schnupfen hast, kannst du dich nicht daran erinnern, wie es ist, gesund zu sein. Und du hast das Gefühl, es geht nie vorbei. Aber es geht natürlich vorbei. Bei solchen Situationen liegt es halt eben auch an dir, tatsächlich. Und das würde jetzt echt hart assi klingen, wenn ich jetzt einer der Leute wäre, die mal auf der anderen Seite standen, aber ich sag's ja aus eigener Lebenserfahrung. Gib niemals auf. Gib einfach niemals auf. Tu es einfach nicht. Und wenn du dranbleibst, ja, wirst du feststellen, wenn du etwas findest, was gut für dich ist, wirst du feststellen, dass sich dein Leben zum Positiven ändern wird. Es dauert, aber es kann mehrere Jahre dauern. Und wird es wahrscheinlich auch, aber es funktioniert. Wichtig ist, dass du dich selbst nicht aufgibst und niemals aufhörst, an dir zu arbeiten. Und dann wirst du etwas spüren, was dich eventuell so nach oben hypt, dass innerhalb weniger Jahre denkst, scheiße, sind die normalen Menschen kleine Leute. Da muss man dann auch wieder aufpassen, nur in manchen Dingen. Grundsätzlich bist du dennoch kein besserer Mensch, du bist einfach nur ein anderer Mensch, der in bestimmten Bereichen deutlich weiter ist als der Durchschnitt der Bevölkerung. So, das war's für heute, bis morgen, ciao.